Okay, ich weiß nicht. Und Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir hier. Misa wird gleich gerüstet. Ja, Ich weiß es nicht, hast du ich habe dann noch keine irgendwo Ahnung. andere Zeichen? Nein! Irgendetwas, was dir auffällt? Nein, alles nicht hier. Hier ist nichts. Das ist so fies, ey. Erst das Dingsen und jetzt sowas. Warum? Hier ist auch nichts drin. Scheint auch nichts zu sein. Das Buch kann ich mir auch nicht angucken. Dreh mal die Scheiben weiter, bis ich sage Stopp. Ne, die oberen. Die obere. Opera? Da sind gar keine Zeichen von. Was will der von mir? Keine Ahnung. Dreh jetzt mal die mittlere. Die Zeichen haben alle keinen Sinn. Weiß es nicht. Ist hier im Aber Raum bei dir nirgends was? Irgendwas? nee, überhaupt nicht. Also nicht, dass mir das aufgefallen ist. Ich habe hier so einen extrem leuchtenden Pfeil, der zeigt auf ein Dreieck mit einem Kreis drinne. Und darunter sind diese Schiebetafeln, die du nur bewegen Ja. kannst. So. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was die mir sagen wollen damit. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe keinen Bock zu sterben. So, ich stehe jetzt hier oben drauf. Ja, ich kann die Lava nicht mehr sehen. Nee, die ist unter meinen Füßen. Ich kann die leider. Nee, ich Ich weiß kann dir nicht. auch leider nicht helfen. Ich habe hier keine Zeichen, sonst gar nichts. Ich habe ja auch nichts. Oder irgendwie ein Grab, was ich öffnen kann. Oder irgendwas hier oben. Ich weiß es nicht. Ich. Mauern. Hier ist zwar ein Buch, aber da steht nichts drin. Das kann ich nicht anklicken. Okay. So, Bauer. Nach dem Labyrinth kann der Bauer in einen Abgrund springen und wenn der Ja. Bauer in den Gitter blickt, zu den Gittern blickt, sieht man links und rechts jeweils drei Räder, Ja. die man drehen kann. Über den linken Rädern ist ein Symbol, das auf einem Pfeil, also das mit einem Pfeil zeigt. Dieses Symbol muss man dem Herrn beschreiben, habe ich ja gemacht, damit er dieses einstellen kann. Beim Ja. Einstellen dreht sich eins der Räder, dessen Symbol der Bauer und dem Herrn erklären muss, sobald das Rad in seine Endposition eingestellt wurde. Dies muss man wiederholen, bis man alle sechs Räder eingestellt hat. Hä, woher soll ich denn das wissen? Naja, gut, ich werde so oder so gleich sterben, also davon abgesehen. Er sauer noch, irgendwie ist die Nach Lava dem noch voll. Labyrinth muss der Herr erneut durch die Tür gehen und dann geradeaus durch die andere Tür und von dort nach unten gehen. Dort kommt er auf die andere Seite des Verbrennungsofens, auf dessen rechten und linken Seite eben halt die Dingsen sind. So Tipp. Vereinfacht muss man nur die Räder auf der linken Seite des Bauern beziehungsweise rechte Seite des Herrn von oben nach unten einstellen und dann auf der anderen Seite von oben nach unten. Und ich bin tot. No. Sehr schön. Auf einem Rad sind immer ähnliche Symbole, zum Beispiel nur ein Kreis mit irgendwelchen Strichen oder ein Parallelogramm. Und jedes Symbol gibt es auf allen Rädern nur einmalig.
Ja. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich auch nicht. Dick. Wie? Also, welches Zeichen hast du jetzt da? Ich habe dasselbe Zeichen. Also wieder ein Dreieck, So. was da unten zeigt und einen Kreis drin hat. Musst du die vielleicht, warte mal eben. Hast du einen kleinen Kreis mit einem Riesenkreuz durch? Hier da oben. Ja, unten ja. Jetzt weiß ich nicht, was die anderen Symbole waren, weil du ja schon wieder alles verschiebst. Ich hatte jetzt die Idee oder so, hat er nicht gesagt oder so, dass die Endposition von mir zu dir sein muss? Ja, also sprich, was du jetzt oben siehst. Ja, da sehe ich jetzt ein verkehrt rumes Dreieck mit einem Kreis. Drinne. Mehr Ja, nicht. das, was du mir beschrieben hast. Ja. Ja, jetzt sagt, dass du gerade einen Kreis mit einem X drinne. Okay, das obere lass mal so. Dreh mal das in der Mitte. Weiter. Weiter. Ja. Weiter. Weiter. Bis ich Stopp sag. Stopp. Stopp. So, jetzt das unterste. Ja. Stopp. Jetzt geh auf die andere Seite. Dreh das obere. Weiter. 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 Stopp. Jetzt das untere. Stopp. Nee, zu weit. So, warte. Ist das das? Nee, weiter. 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 Stopp. Da, da, da. Sorry, Leute, aber das mussten wir jetzt echt. Ich habe keine Ahnung, was. Hast du das gesehen hier? Hier. Was soll uns das Was? Zeichen sagen? Das hier. Was sollte uns das jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Okay, jetzt sind wir beide gemeinsam da. Komm. Oh. Oh nein. Ist ganz viel Lava. Oh stimmt, ich habe den Hebel gar nicht von gefunden. Scheiße, irgendwie hat mein Spiel gerade abgespackt. Oh nein. Ah, das heißt, irgendwas geht hier wieder runter und so. Ach, du ahnst es nicht. Derjenige, der da das zieht. Und ein anderer, der Symbole machen muss. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Ich bin gerade in dem Moment runtergegangen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht das Spiel gequetscht. Ah, okay, gut, kommt wieder runter, okay. Hätte mich auch irgendwie nicht gewundert. Ja, gut, dann gucke ich mal nach oben. Was machst du? Lisa! Na toll. Ja, wie kommt denn auch an, dass du gleich mit reinspringst? Da sind wir beide gestorben.
Gottes Namen. So. Falls wir sterben. Ihr da? Ich stehe schon im Aufzug. Ich wollte das noch machen! Oder ist er schon wieder? Schön labern. And sometimes that pisses me off. Oh, hier komme ich raus. Tschüss, Misa. Kann ich ihn nach oben holen? Okay, irgendwelche wilden Zeichen. Misa, er kommt wieder runter. Ich glaube, ich habe fast alle gefunden davon. Hast du nur zwei Hebel gefunden? So. Die Freiheit, die Freiheit! Hast du nur zwei Hebel gefunden, die du runtergemacht hast? Von denen hier? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube schon. Okay. Ja, hier kommen wir aber nicht weiter, also entweder... Weiß ich, wenn man alle gefunden hätte, ob man denn hier vielleicht rausgekommen wäre? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir vielleicht wieder nach unten fahren, oder? Kommst du mit oder willst du weiter da die beiden anglotzen? Ja, weißt du, ich finde die Wand so toll. Bist du sicher, dass wir jetzt beide reinspringen wollen? Warum? Wenn das so ist wie das eben. Nein, das gibt es eine, die Taschentiefe. Okay, aber irgendwie... Okay, ich kann die jetzt nur noch nach unten schicken. Jetta, du musst mich mal eben nach oben schicken. Oder so. Ich hab nämlich da, wo der Geist drinne war oder so, war nämlich noch so ein Scheißhebel. Ah. So, aber wofür brauchen wir das Rad hier? Ich hab keine Ahnung. Was macht sich denn jetzt hier? Kann ich das nicht sagen? Haben wir das Spiel jetzt verkackt? Weil wir nicht alle Hebel umgelegt haben? Hauptsache, der Stein passt überhaupt nicht rein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber damit können wir irgendwie gar nichts machen, oder? Wenn ich ganz doll hintereinander klicke, dann dreht sich das so lange. Warte mal. Ich fahr noch mal kurz nach oben. Wolltest du mit? Ach, ansonsten schicke ich wieder runter. Jetta, immer noch. Wenn wir beide da reingehen, geht das nach unten. Wir werden sterben. Nein, ich hatte nach unten gedrückt, Mann. Nee, du hattest nach unten gedrückt. Kannst du ihn wieder runterholen? Ah, okay.
Also dort, das sind tatsächlich die Schalter, die wir hätten umlegen müssen. Warte mal eben, ich lese gerade. Also kommen die jetzt nicht noch weiter, weil wir zu So. doof zum Spielen waren? Also, der Lösungsweg jetzt, ne? Weil wir ja sonst nicht weiterkommen. Ach, du musst mich nach oben schicken. Da ist noch ein Hebel. Kann ich nicht nach oben heben, schicken. Ich kann dich nur nach unten holen. Nee, du musst mich noch einen weiter nach oben schicken. Du musst einmal nach oben fahren. Ja, ich fahre nach oben. Dann musst du da drin stehen bleiben. Wahrscheinlich drin stehen bleiben. Rausspringen. Nee, du musst gleich rausspringen. Siehst du, so wahr wir nämlich zu zweit da drinnen sind, geht es runter. So, also. Zusammen. Und zusammen. Nachdem man zusammen ist, geht man in den Raum durch die rechte Tür und kommt zum Aufzug. Je nachdem, Ja. ob man bisher alle Schalter aktiviert hat, bis zu diesem Zeitpunkt 8 Hebel, jeweils 4 für beide Spieler, ergeben sich 2 mögliche Enden. Ja. Schlechtes Ende, mindestens ein Hebel wurde vergessen oder man ignoriert das gute Ende. In diesem Fall fährt einer der Partner mit dem Aufzug eine Etage nach oben und wartet vor dem Gitter. Der andere Partner geht vom Aufzug nach rechts, eine Oh kleine Treppe nach nein. unten und betätigt den Steuerrad, damit oben das Gitter aufgeht und der Partner fliehen kann. Gutes Ende, Ja. alle Hebel bis jetzt aktiviert. Hierzu muss man noch die verbliebenen 4 Hebel, 2 Hebel, wenn man auf dem Dach des Aufzugs ist, ein Hebel durch die Codeeingabe am Verbrennungsofen und ein Hebel am Schaltpult am Ausgang aktivieren, wodurch das Gitter am Ende ohne Steuerrad aufgeht und beide Partner fliehen können. Leute, Ja, ein Hebel ist da noch. Einer, aber. lebe wohl, Jutta. Aber wir haben uns sicher die Tschüss gesagt. Aber. Oh Mann, oh. Ich hasse dieses Spiel. Ich gehe. Nein. Geh wieder zurück, rette sie. Ampel nicht so, du bist doch nicht Bigfoot, Mann. Das war echt kurz. Ja, irgendwie war das alles so lang und das war echt so, Kurz. Kurz, aber schmackig. Er leckt mich am Arsch. Wir hätten alle Hebel betätigen müssen. Ja, Ein Hebel. aber wo war denn in diesem Labyrinth-Ding die Hebel? Ich habe keine Ahnung, vielleicht draußen irgendwo. Wie das sie sagen. Also, das war Warte eher mal, so das ist eine unspektakulär. holländische Produktion. Ja, kein Wunder, Holländer. Ihr macht scheiß Rätsel. Lasst das. Nein, ich fand die Nein, Musik ziemlich nein, gut. die Rätsel waren gut. Wir mussten kaum gucken. Oder kaum helfen miteinander. Aber was habt ihr immer mit Arenen? Ich bitte Ich weiß es auch euch. nicht. Ich fühle mich immer wie so eine Ratte im Labyrinth. Da hast du recht. Ja. Auch wieder So. mal trauriges Ende. Aber diesmal hätten wir sogar beide fliegen können.
Wir haben es nicht geschissen gekriegt. Nein. Wir wollen uns einfach immer gegenseitig umbringen. Ja. Aber ich habe mein Versprechen eingehalten. Zweimal ist Jeter zurückgeblieben. Zweimal ich. Voila. Ausgeglichen. Ja, Leute, das war's. Das war der zweite Teil. Ziemlich kurz, aber hui, die Rätsel waren echt gut. Stimmt. Ja. Bis auf das eine Rätsel, was ich immer noch nicht verstehe. Das flasht mich irgendwie. Ja, dann muss man auch erstmal dann hinterkommen, ne? Ja, also das hätten wir jetzt echt nicht rausgefunden. Wahrscheinlich nicht, ne. Ohne zu gucken. Aber das war auch wirklich das einzige Rätsel, was man wirklich geguckt hat. Ansonsten haben wir immer nur Bilder geschickt. Den anderen. Ja. Beim Beschreiben sind wir beide echt schlecht. Ja. Definitiv. Oh Gott. Naja, gut. Das war's dann für dieses Let's Play. Wir sehen uns im irgendein nächstes Let's Play. Ciao.